Name ist Patrick Mischke. Ich bin der Leiter der Regieeinheit der Stadt Neumünster. Die Regieeinheit ist eine Katastrophenschutzeinheit, die in der Stadt Neumünster aufgestellt wurde, wenn andere Organisationen nicht diese Aufgabe übernehmen können im Katastrophenschutz. Sei es, bei uns gibt es zum Beispiel die Logistikgruppe, die transportiert Materialien oder auch Personal bei größeren Schadenslagen, sei es bei einem Großbrand oder einer Hochwasserlage. Dann haben wir die Technikgruppe, die zum Beispiel sich um die Stromerzeugung kümmert oder auch das Ausleuchten von Einsatzstellen. Dann haben wir eine Betreuungsgruppe, die zum Beispiel wie hier jetzt heute Erbsensuppe verkauft, aber im Einsatzfall natürlich die Einsatzkräfte oder die Betroffenen versorgt mit Lebensmitteln oder einer Unterkunft. Und heute hier am Einfelder Seefest verkaufen wir einmal Erbsensuppe, aber wir betreiben auch einen Infostand zum Thema Vorsorge im Katastrophenfall. Dort können sich die Bürgerinnen und Bürger immer informieren, was sie zu Hause haben sollten im Notfall an Lebensmitteln, aber auch an Unterlagen oder auch an Ausstattungsgegenständen. Und wir informieren die Bürgerinnen und Bürger, die sich ehrenamtlich bei uns engagieren wollen, über die einzelnen Aufgaben, die wir bei uns so haben. Also, Name ist Norbert Albers. Also, ich gehöre zu diesem Reservistenverband hier. Also, in Neumünster-Einfeld sind wir stationiert oder sind wir ansässig. So, und wir haben dieses, also ich habe die Verantwortung über dieses Dorfbruchfest, damit wir das machen. Eingefangen hat das eigentlich so vor 2 Jahren nach Corona. Es war ja nichts, es ist ja alles zu Boden gegangen. Es gab keine Veranstaltung mehr, nichts wurde gemacht. Und da habe ich dann einfach so gedacht, so, ich mache mal was und habe mich einfach so, ich mache das Dorfbruchfest. So, und jetzt haben wir das, ging das ja weiter, dieses Jahr wieder. Und jetzt bin ich auch im Verein Leben in Einfeld hier, was hinter mir ist. Da bin ich auch Mitglied. So, und jetzt haben wir natürlich versucht, alle Institutionen, die wir hier mindestens in Einfeld haben, damit reinzubekommen. So, hier Freiwillige Feuerwehr Einfeld. Regieeinheit, klar, ist in ganz Neumünster irgendwo verteilt, aber die haben wir schon immer. Die gehören irgendwie dazu. Ja, die gehören dazu. So, dann haben wir natürlich jetzt Rasse und hier Obstwiese, also unsere Obstwiese an der Kieler Straße. Dann der Rassezüchterverband, die aus Einfeld haben wir dann hier. Dann haben wir die AWO, EIKA, Waldorfschule ist hiermit vertreten. Überall gibt es Waffeln. Bratwurst, ja. Stockbrot, wie man hier sieht. Ja, also ich bin, also wo ich dann fertig war mit meinem, also ich hatte einen Plan erstellt, wer wo zu stehen hat. Und das soll ja im Endeffekt auch irgendwie alles funktionieren. Und wo das dann alles stand und alles fertig war und das losging, habe ich natürlich da gesessen und gedacht so, ja, mehr geht nicht. Also war ich wirklich sehr zufrieden, dass das alles so geklappt hat, wie ich das mir gewünscht und gehofft habe. Moin, wir sind von der Reservistenkameradschaft Hennstedt Ulzburg. Der Name ist eigentlich nur ein Name. Wir kommen eigentlich aus ganz Deutschland in unserer Reservistenkameradschaft, haben aber unseren Stammsitz, wie gesagt, in Hennstedt Ulzburg. Wir haben auch ein Gelände hier in Neumünster, Einfeld, in dem wir uns des Öfteren treffen. Und wir wurden von der RK Einfeld hier eingeladen, doch an diesem Stadtteilfest mitzumachen. Und so haben wir uns hier mit aufgebaut. Wie gesagt, Reservistenkameradschaft, wir beschäftigen uns hier mit dem Bau von Militärfahrzeugen. Wir wollen damit nichts verherrlichen, sondern wir wollen einfach nur die Technik der Militärfahrzeuge darstellen, ob LKWs oder Kettenfahrzeuge. Die haben wir eben von aller Herren Länder in allen möglichen Maßstäben und aus allen Zeiten, angefangen mit dem Ersten Weltkrieg bis zur Neuzeit. Man kann hier im Hintergrund die Palette sehen, was wir mal so als kleine Auswahl mitgebracht haben. Man muss dazu sagen, alle unsere Modelle sind ferngesteuert, sind beweglich. Einige kann man vielleicht auch gleich mal hier im Gelände fahren sehen. Wir machen eigentlich Öffentlichkeitsarbeit und wollen ein bisschen auf die Arbeit des Reservistenverbandes hier hinweisen und versuchen natürlich gerade in der heutigen Zeit viele Unterstützer zu finden.